Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie wieder zu meiner Sendung Das literarische Duett und habe heute einen Gast, auf den ich mich schon lange gefreut habe, nämlich Regina Scheler. Regina Scheler ist von Beruf Biologin, eine Diplombiologin, betreibt in Gera eine Praxis für Zytodiagnostik mit einem Team von 9 Leuten und ist eine in Gera als bekannte Kunstfreundin oder kunstaffine Person, die sowohl im Kunstverein Gera als auch jetzt im Verein der Freunde des Färberschen Hauses sich engagiert und viele Begegnungen mit Künstlern hat. Deshalb werden wir heute über eine ganz besondere Nische von Büchern reden, nämlich über Künstlerbücher. Aber als erstes wollte ich Sie fragen, seit wann lesen Sie Bücher und sind Sie eine gute Leserin oder eine fleißige Leserin oder eine ganz gezielte Leserin? Wie funktioniert das bei Ihnen? Also ich denke, ich lese schon seit meiner Kindheit, seitdem ich vielleicht in der 6. Klasse bin und das ist nicht mehr wegzudenken. Also ich lese sehr, sehr gern und ich habe auch immer so 2, 3 Bücher parallel in Arbeit. Und das gehört einfach zu meinem Leben. Ja, gezielt. Oftmals sind es auch Empfehlungen von Freundinnen, Freunden oder aus der Presse oder ja. Aber ich muss nicht unbedingt die Bestseller lesen. Ja, ich interessiere mich auch sehr für Biografien. Das lese ich auch gerne oder ja, historische Dinge oder ganz einfach auch jetzt Zeitgeschehen, zeitgenössische Dinge. Ja. Aber auch Belletristik, also Romane oder? Ja, oder, auch. Ja. Ja. Keine Krimis, ich bin nicht so krimiaffin. Ah, warum? Das muss ja nicht jeder. Ja, genau. Ja. Und wann haben Sie die bildende Kunst für sich entdeckt? Wann ist das für Sie so? Ich meine, Sie haben ja einen ganz anderen Beruf. Sie haben sind Naturwissenschaftlerin. Das findet man übrigens ja häufig, dass Naturwissenschaftler sich vor allen Dingen für bildende Kunst interessieren. Ja, das stimmt. Ja, Gibt es schon ein paar Beispiele. Ja. Und die auch sich da wirklich richtig in ihrer... Das ist dann schon mehr als ein Hobby. Das ist eine Passion, eine Sache, wo man das Gefühl hat, dass man das unbedingt braucht oder dass das Leben dadurch bereichert wird. Ja, das ist wirklich so. Die Kunst ist nicht mehr wegzudenken aus meinem Leben. Dadurch ist mein Leben viel reicher und interessanter geworden. Interessiert, also was mir jetzt auch wieder so bewusst ist, es war auch so in meinem Teenie-Alter, bin ich schon auch gerne schon in Museen gegangen. Ich habe dann meine Eltern gebeten, mal nach Dresden in die Galerie zu fahren und da bin ich schon interessiert durchgelaufen und ich bin immer in den Winterferien nach Leipzig. Wir hatten ja damals noch 3 Wochen Winterferien. Dort habe ich interessante Verwandte gehabt, die in also Musikerfamilie. Und die haben mich dann auch auf vieles aufmerksam gemacht, mitgenommen. Wir haben viel darüber gesprochen. Also das war auch noch ganz wichtig so in meinem Leben. Und das ist geblieben. Und im Studentenleben war natürlich, das Studium war nicht ohne. Ja. Wir haben ständig Klausuren und Testate gehabt. Aber ich habe dort auch Ausstellungen besucht in Leipzig. Ja, Sie haben in Leipzig studiert. Ich habe in Leipzig studiert. Ja, das ist ja dafür eine tolle Stadt schon immer gewesen. Genau. Ne? Ja. Mit einem ganz, ganz reichhaltigen Leben, schon durch die Hochschule und so. Und haben Sie damals schon Bekanntschaften mit Künstlern gesucht als Studentin? Oder ist das, wie ist das dann passiert? Da fällt mir jetzt eine Freundin ein, also die Schulfreundin, die hat tatsächlich Kunst in Leipzig studiert, die Gudrun Petersdorf. Und das fand ich schon am Gymnasium, sehr interessant. Sie hatte zusätzlich Zeichenunterricht, ist schon damals nach Leipzig gefahren zum Zeichenunterricht. Und dann habe ich schon immer mal geschaut, was sie da so macht. Und da bin ich auch dran geblieben. Also wir sind heute noch in Kontakt und sie lädt mich auch immer zu ihren Ausstellungen ein und
Das war auch sicher so, Ja, so ja. ein Schlüsselerlebnis, dass es da in meinem Umfeld eine Schulfreundin gab. Also es war nicht direkt die Klasse, sondern die Parallelklasse, die dann tatsächlich Kunst Ja, studiert wo man hat. dann bei so einem persönlichen Kontakt auch lernt, wie schwierig dieser Beruf ist, was Ja, der ja. eigentlich für, wie, auch wie anders der ist als zum Beispiel Ja. eine sogenannte geregelte Arbeit, ne? Genau, und das andere war immer schon so Ja. mein Interesse. In der Klasse ist dann auch der Thomas Kleber gewesen, der dann Fotografie an der Hochschule in Leipzig studiert hat. Der hat auch einen interessanten Weg. Und den habe ich ja dann auch mal nach Gera Ja, ins ja, MAK ja. geholt mit seiner großen Fotoausstellung. Ja, das war Dass das dann so 2014. ein alter Kontakt dann Ja, ist, ne? Ja, ja, ist ja, schon schön. spannend, ja. Ja, das ist total spannend. Ja. Und dann, dass Sie sich im Kunstverein engagiert haben in Gera, mit dem, der sich ja dann nach der Wende wieder gegründet hat. Und da praktisch, ja, der Verein hat, organisiert ja eigenverantwortlich Ausstellungen. Und sucht sich ja manchmal auch einen Kurator oder so, der das macht und so. Wie ist das eigentlich gekommen? Sie hätten ja auch sich im Sportverein oder engagieren Ja, ich können. müsste mehr Sport treiben. Der Gesundheit wegen. Das ist eigentlich auch wieder ein Zufall gewesen. Ich war da mit zu diesen Veranstaltungen, wo es um die Gründungsvorbereitung ging. Und mich hat dann damals der Albert Zetsche vorgeschlagen. Da war ich ganz furchtbar erschrocken. Und ja, ich war da gerade auch in einer Trennungsphase. Ich war beruflich sehr eingespannt. Meine Kinder waren noch klein. Und das nahm dann so seinen Lauf. Ich wurde gewählt. Und ja, ich habe es dann angenommen, die große Herausforderung. Und das waren 10 Jahre intensive Arbeit. Ja, und wenn ich was annehme, dann versuche ich es auch gut zu machen. Ja, es war noch mal wie ein Halbtagsjob Ja, dazu, das glaube ich gerne. Denn es streckenweise. sind ja auch Oh, ja. viele schöne Ausstellungen da Damals auch gezeigt. Also gewesen. der Verein hat ja sowieso ein tolles Programm Naja, und und ist man muss sehr sich auch, entdeckerfreudig. ja, Ne? und man muss sich auch vorstellen, es war die Gründungsphase. Ja. Ja, das war, musste man erst Wege bereiten. Das ging mit den Räumen. Wir hatten damals noch keine festen Räume. Dann die ganzen juristischen Dinge. Verhandlungen mit der Wohnungsgesellschaft, dass dann die Miete zurückgeht und alles solche Dinge. Aber ich habe dadurch sehr viel auch gelernt. Ich habe das Leben, ja, in Anführungsstrichen der Künstler, kennengelernt. Und es haben sich Freundschaften entwickelt, die bis heute geblieben sind, die ich nicht missen möchte. Also es war nicht nur eine anstrengende Zeit, sondern auch eine schöne Zeit. Nun weiß ich, dass Sie natürlich durch diese Beziehung auch immer Kunst gekauft haben, also sich dann ein Werk zugelegt haben und auch eine schöne, Sie haben das ja auch mal ausgestellt, ne, ein einziges Mal dann in dieser Sammelausstellung in der Kunstsammlung. Genau, wo also einige Werke. Wo einige Werke, wo dann der Schwarze Trupp gesagt hat, ja, die Wände bei den Leuten, wo ich gewesen bin, der hatte die ja zusammen gesammelt, die sind bei Weitem noch nicht leer und so. Ja, aber es stimmt. ist ja auch, finde ich, immer sinnvoll, weil wenn man jetzt von einem Künstler ein Werk kauft, der noch nicht so bekannt ist, es ist nicht billig, aber es sind ja nicht Beträge, wie man für Richter bezahlt oder so, das könnten wir uns ja nicht leisten. Aber man unterstützt ja auch jemanden, den man kennt und man hat was Schönes, was niemals an Wert verlieren wird, weil es erstens einen hohen ideellen Wert für einen selber sowieso hat und richtig. Eigentlich denke ich auch als materieller Wert nicht vor die Hunde geht. Also das kommt nicht auf den Müll. Ja, zu jedem Werk gibt es eine Geschichte und das ist so schön. Und ich hoffe, es bleibt mir noch genügend Zeit, dass ich das auch mal alles aufschreiben das kann. Das wäre toll, ja. Wie man das ist noch so mein Wunsch, wenn ich dann nicht mehr arbeite, dass ich das dann mal noch machen kann. Ja. So, und nun machen Künstler auch noch was, und zwar machen die Künstlerbücher. Ja. Also nicht alle, aber einige machen das immer mal, weil sie schätzen, dass man in Korrespondenz von Text und bildender Kunst, Malerei, Zeichnung oder Grafik, dann ein ganz besonderes Buch, sind ja auch immer kleine Auflagen, sind für den vergleichsweise ja auch exorbitant teure Bücher. Also das ist ja nicht Paperback. Und Sie haben uns was besonders Schönes mitgebracht.
Ja, ich habe mein allererstes Künstlerbuch, was ich erworben habe, von der Barbara Toch mitgebracht. Und das heißt Herzkammer. Ich will es mal an die Kamera zeigen. Das habe ich also 1996 erworben. Ich glaube, das war noch, wo die Gruppe zusammen war, Schistko-Jedna. Genau. Aber wir müssen jetzt noch sagen, also Barbara Toch ist eine Künstlerin, die in Gera lebt, die schon seit sie selbstständig ist in Gera hier arbeitet, seit Ende der 70er Jahre. Ich glaube, gleich nach dem Studium ist sie nach Gera gekommen. Ist sie hergekommen, ihre Familie ist hier und hat dann nach der Wende in dieser Gruppe Schistko-Jedna sich mit anderen Künstlern zusammengeschlossen, die auch Ausstellungen gemacht haben. Und warum heißt das Herzkammer? Oh, warum es Herzkammer heißt? Ich denke, es hat auch so ein bisschen was zu tun, was alles im Herzen ist. Ja. Und 96, das ist schon noch nach der Wende und so die Thematik kippender Tisch, was so alles so ins Rutschen kommt und sich verändert. Oder Kerzen auf Asphalt. Also was man was praktisch auch als Erinnerung an die Wendezeit, wo die bei den Demonstrationen, die waren ja in Gera immer am Donnerstag, dann überall Kerzen aufgestellt wurden. Genau, ne? Oder Opfer. Sie hat ja dann auch in dieser Technik, in der Malerei gearbeitet. Da habe ich dann auch noch mal ein Werk erworben. Und es ist mein erstes Künstlerbuch. 10 sind entstanden und ich liebe es nach wie vor sehr. Mhm. Und die Künstlerbücher sind ja immer so ein bisschen nicht so sehr in der Aufmerksamkeit. Ne? Man legt sie dann auf den Stapel, legt sie wieder weg. Es ist nicht so wie ein Bild, was an der Wand hängt, was man so täglich betrachten kann. Und das ist immer so auch ein bisschen schade, dass da nicht so diese Aufmerksamkeit ist, weil weil sie sehr schön sind. Naja, also auch was die buchbinderische und die überhaupt die, Qualität, die Qualität, wie sowas, wie das Papier ist und so. Das ist eine Sache, die ein Fremder eigentlich nur mit weißen Handschuhen anfassen darf. Ja, genau, genau. Also man müsste sie öfters auf dem Tisch ausbreiten. Ja, das ist eben auch hier sehr schön in Leinen gebunden. Ja. Das ist von Gerda Lepke, eine Künstlerin, die ich auch sehr schätze, die bei Dresden und in Gera arbeitet und lebt. Und sie hat hier zu Gedichten von Olaf Böhme gearbeitet, heißt Ungebunden. Und also ungebunden auch, jetzt in dem Sinne von frei. Und das ist eben auch, was man sehr gern anfasst, was Haptisches auch. Ne? Und typisch Gerda Lepke mit ihren Strichen, die sich verdichten, öffnen und dann Figuren entstehen. Ihre eigene Handschrift oder hier. Also bei Gerda Lepke gehört auch zu den ganz bedeutenden Künstlern, die ab und zu mal in Gera leben. Ne? Hat auch in Dresden noch einen Lebensmittelpunkt, aber die schon, wo man eigentlich sagen kann, es ist toll, dass die Frau hier in der Stadt auch verankert ist. Genau, und es ist immer sehr spannend, mit ihr zusammenzutreffen. Man kann sich sehr gut mit Gerda Lepke unterhalten. Ich würde vielleicht mal ein ganz kleines Gedicht vorlesen aus dem Buch, was mir sehr gut gefällt. Mhm. In der Dunkelheit erscheint die Fee der Nacht. Sie erzählt dir alle Geheimnisse, die sie kennt. Und das sind alle, die es nur gibt. Zum Schluss küsst sie dich und lässt dich allein mit dem Leben. Toll. Und man muss sich das jetzt auch so vorstellen, es gibt einen Dichter und eine Künstlerin. Mhm. Die beschließen gemeinsam oder werden durch irgendjemanden zusammengeführt, um so ein Projekt, so ein Buch zu machen. Das muss ja, da muss ja auch die Chemie stimmen. Kann mir vorstellen, dass Frau Lepke niemals was machen würde zu Gedichten, die sie nicht selber fasziniert. Das ist nicht einfach nur, ich illustriere jetzt für Geld was, sondern das ist wirklich eine Symbiose, die sie hat ja auch viel mit Christa Wolf auch gearbeitet. Und das muss schon stimmen.
sonst würde sie das nicht machen. Vielleicht noch mal zur Frau Toch. Ihr letztes Künstlerbuch ist auch ein sehr spannendes. Ja. Da hat sie zu Gedichten Charlotte Krasnicks gearbeitet. Das ist ein großes, so in Kassettenform. Und ja, das ist so, ne? So ein ja, ganz fast, großes. Ja, ja, ja. Und da haben zu meinem Geburtstag die Familie so eine Art Crowdfunding gemacht, weil ich das gerne haben wollte. Mhm. Und ja, das ist natürlich auch sehr schön. Da kann man sie nur beneiden um dieses tolle Buch und um die Familie. Aber die wird auch glücklich sein, dass die immer wissen, was sie ihnen schenken können. Ja, ja, so, genau. Ich wollte jetzt noch, weil wir haben jetzt hier Künstlerbücher, die eine kleine Auflage haben, die relativ teuer sind. Also man muss schon sammeln oder sparen, um sich sowas leisten zu können. Mal noch was ganz anderes, das ist ein Künstlerbuch, das kann sich jeder leisten, weil das nämlich auch als Auflage gedruckt worden ist. Das nennt sich eigentlich, das Projekt der Künstler, auf die dieses Buch zurückgeht, heißt Kleine und große Fragen. Die Künstler sind Fischli und Weiß, sind zwei Schweizer Künstler, die vor allen Dingen für solche Prozesskunst bekannt geworden sind. Also gibt es ein ganz berühmtes Video, das eine Kettenreaktion zeigt. Das heißt Der Lauf der Dinge. Damit sind die sehr bekannt geworden. Und 2003 hatten die auf der Documenta in Kassel eben diese Ausstellung Große Fragen, kleine Fragen, in dessen Ergebnis dieses Künstlerbuch, Büchlein entstanden ist, was man auch noch kaufen kann. Und die großen und kleinen Fragen drehen sich eigentlich um alles findet mich das Glück. Mhm. Die meisten Rezensenten sind der Meinung, der Quintessenz von dem Buch wäre, es findet mich nicht. Also ich bin der Ansicht, es findet mich. Mhm. Ich denke schon, also man kommt auch drauf an. Und um mal eine Kostprobe von den großen Fragen von den kleinen Fragen und den großen Fragen. Also eine tolle Frage ist, finde ich, eine sehr philosophische und praktische. Wer bezahlt mein Bier? Eine ganz seltsame Frage ist, kommt der Gestank von draußen? Das sind also so bunt gemischt. Ne? Und dann die Frage, warum dreht sich alles nur um mich? Oder warum habe ich immer recht? Also sind so praktisch Fragen, die an sich ganz banal klingen. Aber wenn ich anfange, darüber nachzudenken, ja. Natürlich würde jeder sagen, nee, ich habe nicht immer recht oder so. Mhm. Aber das, es lohnt sich schon. Da ist auch so ein philosophischer Hintergrund. Eine Frage, die mir gut gefallen hat, war wäre ich ein guter Japaner? Und so geht das. Es sind ganz viele Fragen, will ich jetzt auch niemanden damit quälen. Aber wer mal was braucht, um sich aufzubauen, wenn er mal vielleicht der Ansicht ist, das Glück findet mich nicht, dann könnte sich das anschaffen, um sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Mhm. Ist auch eine Empfehlung für mich. Ich kann das noch nicht. Ja. Mhm. Ja. Ich habe noch eins, was ich ganz kurz vorstellen möchte. Das ist auch so fein in Leinen gebunden und auf edlem Papier gedruckt. Und das ist aus der Reihe Ligaturen von einem Verlag, Thomas Reche, der zweimal im Jahr da diese Büchlein herausbringt aus dieser Reihe. Und das ist immer in Kombination Gedichte, Essays oder Erzählungen mit Grafiken oder Fotografien. Und ich habe jetzt hier eins mitgebracht mit Essays von Hertha Müller, die Nobelpreisträgerin 2009, das ist ja auch eine sehr interessante Schriftstellerin, und Fotografien von der Barbara Klemm. Mhm. Heimat oder der Betrug der Dinge. Barbara Klemm war 72 und 73 und dann 1991 in Rumänien. Hertha Müller ist ja eine Rumänin-Deutsche. Genau. Und ja, das sind auch ganz sensible Fotos und die Essays dazu. Ist eine tolle Reihe. Was jetzt aber noch besonders interessant ist, der Mirko Albrecht hat hier die Gestaltung übernommen. Mirko Albrecht ist ja ein Designer, ein Gestalter aus Gera, der das Atelier von Günter Kerzig übernommen hat.
Und als ich das erfahren habe, habe ich gesagt, Mirko, du arbeitest mit der Literatur-Nobelpreisträgerin zusammen. Das ist ja toll. Ja, also. Aber für Mirko Albrecht macht eben überhaupt gute Buchgestaltung und Kataloge. Das ist schon ganz, ganz große Klasse. Ja, ein guter Katalog, das ist ja auch was Schönes. Genau, das ist immer eine Erinnerung, eine gute Ausstellung. Jetzt haben wir noch ein, geht noch mal um Kunst. Da haben wir uns noch ein Buch vorgenommen, das, sagen wir mal, von der Haptik ein ganz stinknormales Taschenbuch ist. Genau. Und interessant, Sie hatten das vorgeschlagen, ich kannte das Buch noch nicht. Das Buch heißt Eine berührbare Frau, das atemlose Leben der Künstlerin Eva Hesse. Zu meiner großen Schande, ich bin ja... kannte ich auch die Künstlerin Eva Hesse nicht. Man kann nicht alle kennen. Man kann nicht alle kennen. Der Einzige, den ich kannte, der mir was gesagt hat, ist Michael Jürgs, nämlich der ehemalige Stern-Journalist. Zurzeit läuft der Film Tage in Quiberon. Das geht auf das Interview, das Jürgs mal mit Romy Schneider gemacht hat, in diesem Ort an der Küste in Quiberon zurück. Und ist jetzt mit ganz vielen Preisen ausgezeichnet worden. Das wird der Jürgs vom Quizdeck gespielt. Richtig, so. Und dann hatte der Jürgs während der Wende einen Kommentar gegen die Ossis geschrieben. Daraufhin hat sein Herausgeber beim Stern ihn als Chefredakteur gefeuert. Und er musste nun gucken, was er macht. Und dann hat er angefangen, Bücher zu schreiben. Unter anderem hat natürlich dann auch weiter journalistisch gearbeitet. Sein erstes Buch, was er damals geschrieben hat, war über Romy Schneider, der Fall Romy Schneider. Ja. Und dann hat er Jahre später, wohnt er in der Isestraße in Hamburg. Und in der Isestraße in Hamburg gibt's eine Gedenktafel für die Eva Hesse, weil die Eva Hesse auch in der Isestraße wohnte. Und da hat er gedacht, das kann ja nicht sein, dass ich die nicht kenne. Und hat sich rangemacht und hat das Leben von ihr recherchiert. Und daraufhin ist dieses Buch entstanden. Wer war Eva Hesse? Ja, ich würde vielleicht erst noch mal zu dem Michael Jürgs. Also es ist ja wirklich ganz aktuell, weil der Film jetzt läuft. Und er ist schon auch ein sehr guter Biograf. Er hat ja auch den Fall Axel Springers. Genau, das war auch ein Bestseller, ist dann auch mit Lauterbach verfilmt worden. Genau, Und über Grass hat er eine Biografie geschrieben. Genau, er ist schon ein guter Biograf, auch wenn er jetzt in der Rolle in dem Film nicht so, also der Romy Schneider nicht gut tut. Es ist eine fiese Zeit, finde ich. Ja. Aber wir wollen lieber über die Eva Hesse sprechen. Sonst werden wir nämlich in einer Stunde noch nicht fertig. Das ist richtig. Also das ist schon das erste Kapitel, ist so spannend und nimmt einen mit auf die Reise. Eva Hesse ist 1936 geboren. Sie ist leider nur 34 Jahre geworden. Sie ist dann viel zu früh an einem Hirntumor verstorben. Und Eva Hesse ist in Hamburg geboren, also in dieser Straße. Und sie musste mit ihrer größeren Schwester oder älteren Schwester im Alter von 3 Jahren wurde sie aus Hamburg weggeschickt mit einem Kindertransport nach Holland. Der Vater ist ein jüdischer Rechtsanwalt. Genau, es ist eine jüdische Familie. Ja. Und die Eltern kommen dann auch erst 2 Monate später nach. Und die Flucht geht dann weiter über England nach New York. Also es ist wichtig zu wissen, weil die Eva Hesse dann ihr Leben lang unter Panikattacken und Angststörungen leidet. Man muss sich vorstellen, ein 2-jähriges Kind wird von seiner Familie rausgerissen und in den Kinderheim verschickt, genau. Mit der größeren Schwester. Genau, Und auch ihre Mutter nimmt sich dann das Leben in New York, weil aus der Familie keiner den, also aus der größeren Familie, die einzelnen Überlebenden gewesen. Keiner den Holocaust überlebt. Und das spielt schon alles in ihrem Leben eine Rolle. Und auch ihre Kunst ist sehr autobiografisch. Aber man muss nicht unbedingt ihre Biografie kennen, um ihre Kunst zu verstehen. Ja, und dann das Leben in New York. Die Zeit in den 60er Jahren, die Avantgarde, also man erfährt hier sehr, sehr viel, was da so in Soho, im East Village passiert. Sie über ihr Studium, auch über die Existenzkämpfe. Sie muss dann auch noch andere Jobs übernehmen. Sie heiratet dann schon einen anerkannten Bildhauer, Tom Doyle.
Und der verlangt aber von ihr, also das, sie schreibt das ja dann auch, also sie hat in erster Linie dafür zu sorgen, dass er Frühstück hat, dass er was zu essen hat, dass die Rechnungen bezahlt werden, dass das alles Frau fürs für Bett, ihn, ne? Ja, und so, ja, ne? Wie das war. Alles also, so. Es war und dann darf sie auch noch ein bisschen Kunst machen danach, wenn sie dann noch, falls sie noch Zeit hat. Also die Frauen hatten es absolut schwer in der Kunstszene. Ist vielleicht auch heute noch nicht so einfach. Aber so wie die sich durchgesetzt extrem, haben, genau. Und dann, das ist schon also toll. Da gibt es da auch so eine Aussage, sie sollte sich lieber als Objekt, sie war eine sehr, sehr schöne Frau, inszenieren und nicht ihre Objektkunst zu betreiben. Die Männer haben sie unterdrückt und gemobbt. Und sie war ja dann auch eine Konkurrenz oder überhaupt die Künstlerinnen auch eine Konkurrenz für die Männer. Werden die Werke von ihr, weiß ich, mit astronomischen Summen gehandelt? Genau, also in den berühmtesten Museen sind Arbeiten von ihr und die Arbeiten werden jetzt hoch bezahlt. Ja, wir können uns die nicht leisten. Das gibt auch nicht so viel. Ne? Das ist ja, sie dadurch, ist ja dass nicht sie so jung gestorben genau. ist. Genau. Ja, und das war auch eine Empfehlung von der Barbara Toch. Ich bin ihr unwahrscheinlich dankbar, dass sie mich darauf aufmerksam gemacht hat. Wir sind dann auch mit einer anderen Freundesfamilie zu sechst gemeinsam nach Hamburg gefahren. Als die große Ausstellung gewesen ist. Die war, ist, ne? ich glaube, in etwa vor 3 Jahren und haben uns dort die Ausstellung angesehen. Da lief auch ein Film. Also es war total spannend. Denn sie ist so die erste Künstlerin, die mit außergewöhnlichen Materialien arbeitet. Mit Textilien, mit Polyesterharz, genau, Gips, Drähten, Seilen. Und vielleicht, wenn ich dann noch Zeit habe, das zu sagen, 1964 oder 63 kam da so eine kleine Delegation dort in die Künstlerateliers nach New York, die dann da schon in stillgelegten Fabrikhallen gearbeitet und gewohnt haben. Und das war ein Fabrikant Scheid aus Deutschland bei Essen, aus Kettwig, der dann noch Kunstverständiger aus der Schweiz mit hatte, Galeristen und Museumsleiter und die sich halt da informieren wollten. Und besonders eben auch zu ihrem Mann, Tom Doyle, wollte, sie spielte noch gar keine Rolle, genau. Eigentlich wollte er Kunst kaufen, aber der Kunsttransport wäre zu teuer geworden. Und dann lädt er das Paar ein und sie können dort ein Jahr in Deutschland arbeiten. Es ist natürlich auch wieder schwer für sie, nach Deutschland zurückzukommen. Sie hat so eine Wut auch in sich. Aber sie hat dann auch viel Schönes auch erlebt, viele neue Begegnungen. Sie haben viele Ausstellungseröffnungen besucht. Sie geht in die Museen, guckt sich das alles an. Genau, vieles war schwer, wo sie auch wieder in Krisen kam. Aber dieser Fabrikant, Textilfabrikant war, der war eben auch ein Kunstmäzen und Kunstkenner, der hat ihnen also in einer stillgelegten Fabrik die Möglichkeit gegeben, zu arbeiten und zu leben. Und 600 Mark im Monat, sodass sie da leben konnten. Und ich denke, das war auch eine wichtige Zeit für Eva Heffel. Und sie entdeckt ja auch dort diese Materialien. Genau. Weil der sagt ja, also sie kann sich aus allem, was da produziert wird, bedienen. Sogar wenn sie Hilfe braucht, kriegt sie die. Und da entdeckt sie auch diese Arbeit mit den Fäden und so. Gerade was sie dort dann macht. Erfolgt so dieser Umbruch oder dieser Einstieg. Sie arbeitet ja erst flächig in der Malerei und dann in die räumliche Kunst. Sie lernt auch Uecker kennen in Deutschland. Boys nicht, der spielt da hier noch keine Rolle. Sie arbeitet ja auch anders als Boys. Ja. Es gibt natürlich auch Parallelen, aber sie arbeitet anders. Ja, und kurz vor ihrem Tod erhält sie dann doch die künstlerische Anerkennung. Ja. Sie wird in dem wichtigsten Kunstmagazin Artforum besprochen. Da wird ein langes Interview abgedruckt. Ja. Und ein Werk kommt auf das Titelblatt. Das ist der Durchbruch dann. Das ist dann ihr Durchbruch. Es ist aber dann wohl schon so, wo sie sehr leidet, sehr viele Schmerzen hat und viele Medikamente nimmt. Und der Jürg schreibt ja auch, also sie hat immer Kopfschmerzen. Ne? Ja. Sie hat immer Kopfschmerzen und dann sollte, wäre sie doch nur mal
vielleicht hätte man das ernster nehmen sollen, dass eine Frau Kopfschmerzen hat und nicht so das so abtut, dann hätte sie sich vielleicht eher in medizinische Behandlung begeben sollen. Sie hatte dann ja ist es ja zu spät. Ja, also sie mehrere überlebt das Operationen. Ja nicht. Naja, mit den Hirntumoren ist es nicht so einfach. Ja. Ja. Okay. Sehr spannend. Sehr, sehr, sehr interessante Frau. Also das ist schon, finde ich, immer faszinierend, wie diese Generation, das ist ja die Generation von meiner Mutter eigentlich, wie schwer und anders diese Frauen gelebt haben als ich da zum Beispiel und wie sehr ihre Kraft und sie auch den Boden bereitet haben dafür, dass auch Frauen heute selbst in der Kunst anerkannter sind und das leicht hat es niemand, aber nicht mehr so schwer, dass man dann sagt, nee, die ist eigentlich nur fürs Bett und für die Küche gut. Ne? Ja, wie das ja bei ihr der Fall war. Ja, und es ist eben auch eine deutsch-jüdische Geschichte und eine Künstlerbiografie. Ja. Und der Michael Jörgs macht da schon sehr einfühlsam. Okay, so, unsere Zeit ist um. Leider, geht ganz schnell. Ne? Ja. Geht immer weg, ja. Es ist alles. Ich hatte noch eine schweizerische, tibetische Geschichte mit, aber... Das ist gut so. Müssen wir dann vielleicht mal auf ein andermal verschieben. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen viel Spaß mit weiteren Künstlerbüchern und mit der Kunst überhaupt und Entspannung und schreiben Sie das mal auf, unbedingt. Ne? Das ist schon wichtig, dass man da erfährt, wie man einfach dazukommt, aus welchen Motiven man Kunst kauft und warum und was einem das für Freude macht. Frau Scheler, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke auch. Und ich danke Ihnen allen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.